Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr meine Videos schaut, falls es überhaupt einer tut. Wenn, dann freue ich mich riesig. Ich bin der Martin von Natoll Avoll, ich begrüße euch zu einer neuen Runde und ich habe ja gesagt, ich kümmere mich darum, dass ich mir ein paar Themen überlege, die auch den erwachsenen Lego-Fan ansprechen, deshalb auch das Avoll. Und im Moment habe ich mir die 21047 rausgesucht von Lego aus dem Architecture- oder Architekturbereich. Wir haben hier 501 Teil, aktueller Preis in etwa, wenn man bei Brickmerch guckt oder gebraucht bei Bricklink, liegen wir so bei 29,99 Euro. Das sind roundabout 6 Cent pro Teil. Aber was man ehrlicherweise sagen muss, diese 6 Cent pro Teil sind in verdammt kleinen Teilen angelegt. Also muss schon halbwegs kerngesund sein, um das Ganze aufzubauen. Und ich bin auch noch nicht so ganz sicher, ob ich total begeistert bin oder ob ich sage, oh mein Gott, bitte nicht noch so ein Set. Ich habe mir allerdings 2 Sets gekauft. Da hinten wartet auch noch San Francisco auf mich. Also müssen wir erstmal schauen, ob mir A so gut gefallen hat, dass ich mir B auch noch antue. Aber dazu jetzt mehr. Ich habe mir das ausgesucht, weil ich tatsächlich mal zu meinem Abitur, ja, lange ist her, da durfte der Onkel mal reisen in die USA und auch durch Las Vegas. Und hier haben wir aus der Architecture-Serie das entsprechende Modell dazu. Ich bin ganz ehrlich, ich muss auch nachgucken, was ist. Das Bellagio hätte ich wahrscheinlich noch gerade so selbst erkannt. In die Mitte das Luxor-Hotel mit der Sphinx vorne drauf. Hier bin ich ganz ehrlich, das Encore at the Wynn oder Encore at the Wynn kannte ich nicht. Hier das wiederum, die Stratosphäre in Las Vegas, die hätte man noch erkannt. Und ganz hinten klein dargestellt, das ist die Freeman Street mit diesem unglaublichen LED-Himmel, der da innen drin ist. Alles in allem war es ein ziemliches Gefummel. Was man von vorne jetzt gar nicht so sieht, ist, das Ganze ist klein. Wahnsinnig klein. Wir reden hier fast laufend über 1x1 Dribble Bricks, also diese kleinen, wenn man das hier mal so vergleichen kann, ich komme mal näher ran. Hier haben wir eine normale Höhe, ein 1x3 Noppenstein und im Prinzip ist das Ganze aufgebaut mit diesen winzigen Steinen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Es ist wirklich, wirklich klein. Dafür zur Freude aller Leute, die immer wieder darauf bestehen, dass man bitte doch keine Aufkleber, sondern Prints verwendet. Das haben wir hier. Wir haben hier einen Print und wir haben noch einen zweiten Print hier unten, in dem dann nochmal der Name des Ganzen steht. Naja, ich denke mal, Las Vegas hätten wir noch erkannt, obwohl da der ein oder andere vielleicht auch Seattle vermutet hätte. Was soll ich jetzt dazu sagen? Prinzipiell ist das Ganze schon eher wie ein 3D-Puzzle. Punkt. Darüber hinaus muss man aber fairnesshalber sein, ein 3D-Puzzle mit Anleitung. Also man weiß schon, was man die ganze Zeit tut. Es gibt hier einige Sachen dabei, die unheimlich Spaß machen zu bauen und einige Sachen, bei denen ich mich schon gefragt habe, muss ich das jetzt wirklich dreimal mehr durchziehen. Das Bellagio beispielsweise ist wirklich heftig. Ständig einer und zweier Bricks aufeinander gestapelt und das mal 4, mal 5 und so weiter. Also Freude war was anderes. Auf der anderen Seite dann hier hinten das Stratosphere, das war schon wieder ziemlich cool. Ziemlicherweise ging es aber auch recht schnell wieder das Ganze zu bauen. Das war dann halt ein bisschen schade. Das Ganze ist wie gesagt auch nicht besonders groß, sondern wenn man das hier mal so sieht, gerade mal 4 Noppen an der kürzesten Stelle, 8 Noppen an der breitesten Stelle, das ist jetzt nicht gerade ein Riesenset. Als ich die 500 Teile gelesen habe, dachte ich mir, naja komm, probierst es mal. Ist vielleicht eine ganz schöne Skyline, die man sich dann da anschauen kann. Aber ich bin ehrlich, wenn man jetzt keinen persönlichen Bezug dazu hat, weiß ich nicht, ob ich es mir tatsächlich hinstellen würde. Ich stelle mir jetzt gerade mal ein Büro vor, in dem man hier ein entsprechendes Lego-Set hinstellt mit der entsprechenden Skyline. Weiß ich nicht, ob da jeder vorbeigeht und sagt, boah cool, das ist ja Las Vegas, da war ich auch mal gewesen, hast du aus Lego, finde ich total stark. Also ich bin noch unsicher. Ich habe mir deshalb gesagt, ich probiere noch das ein oder andere Set hier mal mit durch, um einfach mal zu schauen, ob das was für Erwachsene ist oder nicht. Der Puzzlespaß war schon gegeben, also ich fand das schon ganz nett. Aber so nach der Hälfte ging es da wirklich los, dass ich gedacht habe, boah, jetzt könnten doch mal ein paar größere Teile kommen.
Nichtsdestotrotz wollte ich euch das schon mal zeigen, weil das ja ganz bewusst für die Älteren gedacht ist und nicht unbedingt, ist ja kein Spielset. Gibt keine Figuren, kann man nichts machen. Ich kann auch leider nicht dazu sagen, ob irgendwas dabei ist, was jetzt besonders selten oder teuer ist. Ich glaube es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, das kann man total leicht auch nachbauen oder mit gebrauchten Steinen kaufen oder ähnliches. Das kann gar nicht teuer sein. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Vielleicht schreibt ihr mir in die Kommentare eure Meinung dazu, ob ihr, vielleicht seid ihr Architecture-Fan, ich weiß es nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich es werde. Aber, also ganz scheiße fand ich es nicht. Ich sag's ganz mal so ehrlich, wie es ist. Aber ganz super fand ich es auch nicht. Ich muss mal schauen, ob ich es wieder verkaufe. Natürlich dann schön auseinandergebaut, wieder in die Tüte verpackt, damit das Ganze dann für den Nächsten dann auch einen entsprechenden Puzzlespaß gibt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder vielleicht einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, danke ich euch schon mal im Vorfeld dafür. Ich hoffe, ich habe eure Zeit nicht geklaut. Das wäre das Schlimmste, YouTube schauen, wenn man es gar nicht will. Also besser macht das Beste draus und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, danke.